Sprecherin für Arbeit und Soziales der FPÖ ist am Wort, Dagmar Belakovic. 5,8%, das ist der Durchschnittswert, das wurde heute auch schon 100-mal erklärt, so weit, so wenig gut. Es gibt dann noch einmal Zahlungen und da wird es versucht, mit irgendwelchen Tricks herumzutun und zu sagen, ja, wenn man die dazu rechnet, dann ist ja die Pensionserhöhung eh so groß. Und wenn Sie meiner Vorrednerin zugehört haben, dann hat sie erklärt, wir werden die Teuerung ausgleichen. Also mit einem Teuerungsausgleich hat das gar nichts zu tun, das ist eine reine Inflationsabgeltung. Wir wissen aber alle, wie wir hier herinnen sitzen und es wissen auch die Zuseherinnen und Zuseher, dass Pensionisten einen komplett anderen Warenkorb haben. Und daher gab es ja auch früher den Pensionistenpreisindex, der wurde dann irgendwann abgeschafft, der natürlich sich völlig anders zusammensetzt. Und dort ist die Inflation weit höher als bei 10% oder weit höher noch als bei 10,5%. Und wenn die Vorrednerin von irgendwelchen Prognosen gesprochen hat, dann muss ich sagen, die Kollegin Zopf hat offensichtlich die Rede vom Vorjahr mitgenommen, anders nicht erklärbar, weil sie da bei irgendwelchen 8% gelandet ist. Das sind die Fakten. Tatsache ist, und das muss man sich schon auch einmal anschauen, wenn man den Blick aufs Gesamte nimmt, wir haben gerade im Bereich unserer Pensionisten Personen dabei, die sind noch im Krieg geboren, Personen dabei, die sind nach dem Krieg geboren, die haben Entbehrungen gehabt, die haben in Armut gelebt, die haben angepackt, die haben dieses Land aufgebaut und zu einem Wohlstand geführt, den diese Bundesregierung seit dem Jahr 2020 gegen die Wand gefahren hat. Das ist doch die Wahrheit, meine Damen und Herren. Das hat begonnen mit ihren völlig sinnlosen und unsäglichen Corona-Maßnahmen. Da ist das Geld rausgeflossen, weil sie irgendwelche sinnlosen Lockdowns gemacht haben. Schweden hat vorgezeigt, dass es auch ohne Lockdowns gegangen wäre. Wir haben schon 2020 darauf hingewiesen. Und wenn man sich das Ergebnis anschaut, wo sind mehr Tote von Corona, in Österreich oder in Schweden? Es ist in Österreich. Also sie haben alles schlecht gemacht, was man schlecht machen hat können. Diese Lockdowns waren sinnlos von Anfang an. Trotzdem haben sie durchgezogen. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum wir wirtschaftlich angeschlagen sind. Und das wollen Sie jetzt, dass es die breite Masse ausbadet. Es müssen die Pensionistinnen und Pensionisten ausbaden, es müssen die Familien ausbaden, es müssen die Unternehmer ausbaden, weil diese Bundesregierung alles rausgeschossen hat, was an Geld vorhanden war und weil keine Reserven mehr da sind. Und jetzt haben wir eine Inflation, die ist dermaßen dynamisch, Herr Bundesminister. Das können Sie doch nicht vergleichen mit Pensionserhöhungen von vor 10 Jahren oder von vor 20 Jahren, wo wir eine Inflation hatten, die relativ stabil war. Sie ist so dynamisch, dass Sie heute nicht sagen können, was in 3 Monaten ist. Das können auch Sie nicht sagen. Wirtschaftsforscher müssen sich alle paar Wochen korrigieren, weil sie es nicht sagen können, weil wir eben in einer wahnsinnig schwierigen Zeit leben. Und da kann man doch nicht eine Personengruppe zurückschicken und sagen, na, für die Pensionisten reicht es jetzt, weil das ist das, was wir gesetzlich machen müssen. Mehr tun wir nicht, weil es gibt eh die Einmalzahlungen. So, und jetzt noch etwas zu den Einmalzahlungen, weil die Kollegen vor allem von der ÖVP und auch von den Grünen permanent sagen, da bleibt den Pensionisten, Tausende von Euros. Bleiben, meine Damen und Herren Kollegen, tut Ihnen überhaupt nichts. Sie haben maximal ein bisschen mehr, um diese gesteigerten Preise abfedern zu können. Die Frage wird nur sein, wird das reichen? Und ich prognostiziere Ihnen heute schon, es wird nicht reichen im nächsten Frühjahr, wenn die nächsten Stromnachzahlungen kommen. Da werden wir die nächsten Dramen und die nächsten Katastrophen erleben. Und die sind hausgemacht, weil diese Bundesregierung einfach nicht nach vorne blickt, sondern weil sie einfach knausern. Nach vorne geblickt, Geld rausgeschmissen, zum Fenster rausgeschmissen. Das haben Sie dann, wenn es um die Kofak gegangen ist. Da waren 11 Milliarden kein Problem. Jetzt wird es besprochen, 4 Milliarden kosten diese Pensionserhöhungen. Davon geht die Hälfte durch den Konsum wieder zurück, weil die Pensionistinnen und Pensionisten und je niedriger die Pension, umso mehr geht in den Konsum. Das kommt ja sowieso zurück. Also hören wir auf, den Leuten hier irgendeinen Schmäh zu erzählen. Ich glaube, dass es die Pensionistinnen und Pensionisten in unserem Land sich verdient haben, auch den gerechten Anteil von dem Kuchen zu bekommen und dass sie nicht zurückgeführt werden in die Armut. Und zwar das zweite Mal in Serie, denn schon voriges Jahr haben sie mit 1,8% sehr wenig Erhöhung bekommen, weil eben davor noch die Inflation stabil war. Das ist eine Enteignung, die hier stattfindet. Das ist eine Verarmung der älteren Generation. Und das ist in diesem Land wirklich eine Schande. So, Dagmar Belakovic von der FPÖ. Sie ist Arbeits- und Sozialsprecherin ihrer Partei und sie bedauert, dass der Warenkorb für Pensionisten abgeschafft wurde.